So, Freunde, jetzt möchte ich euch gerne einmal die Viertelnoten, die Achtelnoten, die Triolen und die Sechzehntel taktweise vorspielen. Taktweise bedeutet einen Viervierteltakt. Viertelnoten, einen Viervierteltakt, Achtelnoten, einen Viervierteltakt, Triolen, einen Viervierteltakt, Sechzehntel. Und um es noch deutlicher zu machen, im Viervierteltakt kommen vier Viertel vor, wie es der Name sagt. Im Viervierteltakt kommen 8 Achtel vor, zählweise 1 und 2 und 3 und 4 und, 1 und 2 und 3 und 4 und, also 8 Stück. In den Triolen haben wir 12 Schläge, nämlich 1 Ole, 2 Ole, 3 Ole, 4 Ole, 12 Schläge. Und in den Sechzehnteln haben wir logischerweise 16 Schläge, 1 Unde, 2 Unde, 3 Unde, 4 Unde. Da spiele ich euch mal vor, Hand to Hand. Ich beginne mit rechts. Hand to Hand bedeutet, nach rechts kommt immer links, nach links kommt immer rechts. Also abwechselnd. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, im nächsten Durchgang spiele ich genau dasselbe. Allerdings zähle ich das, was ich spiele. Während der Viertelnoten zähle ich Viertelnoten, nämlich 1, 2, 3, 4. Während der Achtelnoten zähle ich Achtelnoten, 1 und 2 und 3 und 4 und. Während der Triolen zähle ich Triolenzählweise, 1 Ole, 2 Ole, 3 Ole, 4 Ole. Und während der Sechzehntel zähle ich 1 Unde, 2 Unde, 3 Unde, 4 Unde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 Ole, 2 Ole, 3 Ole, 4 Ole, 1 Unde, 2 Unde, 3 Unde, 4 Unde. So, das kann man abwechselnd machen, nämlich einmal mit der Viertelzählweise über die komplette Notenpyramide und einmal mit der Zählweise, die ich gerade eben vorgestellt habe. Wir zählen, was wir spielen. Hört es euch mal an. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 Ole, 2 Ole, 3 Ole, 4 Ole. 1 Unde, 2 Unde, 3 Unde, 4 Unde. So, und das kann man eine ganze Weile üben, bis man den Eindruck hat, man fühle sich sicher. Dann nimmt man ein Metronom zu Hilfe. Das Metronom stelle ich in diesem Fall mal auf 70 BPM. 70 bedeutet 70 Schläge pro Minute. BPM, Beats per Minute. Der hohe Ton ist die 1. Und wir haben einen Viervierteltakt. 1, 2, 3, 4. Und ich spiele beides mal die Notenpyramide, einmal mit Viertelzählweise und einmal mit der Zählweise, die ich vorhin erklärt hatte. Wir zählen, was wir spielen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 Ole, 2 Ole, 3 Ole, 4 Ole, 1 Unde, 2 Unde, 3 Unde, 4 Unde, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 Ole, 2 Ole, 3 Ole, 4 Ole, 1 Unde, 2 Unde, 3 Unde, 4 Unde, 1. So, liebe Freunde, übt das mal. Solltet ihr irgendwelche Anregungen haben, Fragen haben, schreibt sie mir einfach unten in die Kommentare. Ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben. Wünsche euch ganz viel Spaß und freut euch schon mal auf die nächste Stunde. Bis dahin, euer Harald Rester. Tschüss, ciao.